im Wege der elfstelligen Verfügung, und zwar wegen besonderer Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung, wird angeordnet. Erstens, dem Antragsgegner wird aufgegeben, das ist in diesem Fall die Kanzlei Schwemmer-Dietz und Dr. Dr. Michael Schulz, Jagdfeld-Spreer-Vereinigung. Ja? Ich weiß nicht, ob das nach 129a nicht auch funktionieren würde. Naja. Gut. Dem Antragsgegner wird aufgegeben, sämtliche Räume und Verkehrsflächen im Gebäude Oranienburger Straße 54-56-10117 Berlin, mit Ausnahme der Räume Café Zapata, Studio 54, der Ladengalerie Weltverlag, die haben wir ja schon wieder, und dem 5. OB sowie dem Kino, an die Antragstellerin, das ist der Verein, der einen Mietvertrag hat, herauszugeben. Der Antragsgegner, das heißt die Vereinigung von Schwemmer-Dietz und Dr. Michael Schulz, Jagdfeld und Hans-Müller-Spreer, und die HSH Nordbank ist auch dabei. Der Antragsgegner also hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Wobei sich jetzt schon die Frage stellt, warum die ganze, und ich werde mir jetzt eine kleine verbale Entgleisung erlauben, also warum diese ganze Bande Millionen an Steuergeldern dafür aufwendet, dass es Tacheles ruiniert wird. Das muss man jetzt einmal fragen dürfen. Scheißkapitalisten! Da der besondere Witz ist, wirklich Millionen an Kohle aus, eine Million, da wurden die Gastronomen rausgekauft und bestochen, und ein paar hunderttausend haben sie hinten Zäune gebaut, die Security ist bezahlt, wir haben ein paar Whistleblowers in der Anwaltskanzlei, in der Security sind sogenannte Spezialkräfte dafür bezahlt, dass sie ein bisschen kreativer arbeiten, die kriegen bis zu 1800 Euro in der Woche, ne? Und jetzt ist einfach die Frage, warum man aus den Steuergeldern der Security, der Polizei, von euch und allen anderen, die hier arbeiten in dem Land, Millionen dafür aufwendet, das gemeinnützige Tacheles einfach platt zu machen für irgendeinen privaten Investor. Das darf doch nicht wahr sein! Weiter in dieser einstweiligen Verfügung, weil wir sind nicht ewiggestrige linke Spinner, wie die Welt das immer so gern darstellt. Nee, nee, wir sind die Visionäre und die Modernisierer, und dazu gehört natürlich, dass wir uns auch mit dem Recht auskennen, darum gibt es die einstweilige Verfügung. Ja? Die Spinner, wenn schon, dann sind das immer die anderen, das nehmen wir diesmal auch für uns in Anspruch. So, die Begründung des Beschlusses ist, der Antragsgegner, also wir, hat glaubhaft gemacht, dass ihm der Antragsgegner den aufgrund Nutzungsvertrages mit dem Tacheles e.V., der seinerseits Mieter der Zwangsverwaltungsschuldnerin war, innegehabten Besitz dadurch entzogen hat, dass er die Eingangstür zum Gebäude des Kunsthauses Tacheles mit einem neuen Schloss versehen hat und den gesamten Innenbereich von Security-Mitarbeitern bewachen lässt, wobei lediglich das Vorstandsmitglied Tscherner des Antragsgegners einen Schlüssel für die Eingangstür zum Gebäude erhielt und nur ihr als Einzelperson Zutritt gewährt wird. Und wobei die Eingangstür von innen durch einen Gummizug gesichert ist, nur vom Sicherheitspersonal von innen gelöst werden kann. Hierin liegt eine verbotene Eigenmacht des Antragsgegners, der sich ohne Räumungstitel den vorher vom Antragsteller innegehabten Besitz an den im Tenor genannten Flächen gegen deren Willen selbst verschafft.
Bürgerschaft hat, dem Antragsgegner dadurch entzogen hat. Diese verbotene Eigenmacht kann von der Rechtsordnung nicht hingenommen werden. Also, für kurze Zeit kann die Bundesrepublik sagen, danke liebe Künstler an der Oranienburger Straße, ihr habt den Rechtsstaat gerettet, denn das kann ich es. So, diese verbundene Eigenmacht kann von der Rechtsordnung nicht hingenommen werden. Weshalb ohne, dass es einen weiteren Verfügungsgrund bedarf, der rechtswidrig geschaffene Zustand sofort zu beseitigen und der frühere Besitzstand wiederhergestellt werden muss. Richtig! So. Was bedeutet das? Das bedeutet, man muss jetzt mit dem Gerichtsvollzieher diese einstweilige Verfügung vollstrecken. Das machen wir morgen früh. Und dafür haben wir eine Kundgebung angemeldet. Wen wundert's? Und zwar zwischen 10 Uhr morgens und 22 Uhr abends. Wir machen so 12 Stunden Theaterstücke jetzt. Das ist so wie der Faust vom Stein, wa? Na, jedenfalls, 10 Uhr morgen, wir treffen uns alle wieder hier zum revolutionären, was rede ich denn? Zum emanzipatorischen Frühstück und nehmt also Schrippen, Butter, Käse, gute Laune und schönes Wetter mit. Wir werden natürlich um 10 Uhr keine Musik spielen aus Rücksicht auf die Anrainer, ganz klar, sondern werden hier ganz gepflegt warten, bis der Gerichtsvollzieher kommt, die Bande hier rausräumt. Dann können wir sagen, können alle einmal von sich sagen, sie hätten das Dach erst geräumt. Ne? Und dann nehmen wir das Haus wieder in Besitz, ist eh klar, und sperren das für die internationalen Besucher der Stadt wieder auf.